Schnellreisepunkt. Der ist so weit weg, dass wir auch gleich zum Hotel fahren können. Okay. Hier, das war, glaube ich, gerade ein Trick. Ich glaube, wenn man so bergauf fährt, Rampen, gibt es nur ganz wenig im Spiel, kann man springen auf der linken Schultertaste. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? Ich dachte gerade, eine Katze schreit bei mir. Sort of thing in New York, ich glaube, das sind Kinder, die draußen spielen. To chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. Sind gerade so viele weiße Fragezeichen auf der Karte und ich frage mich, was die Quests sind. Ich verstehe es nicht. Ja, genau. Es ist gestern. Seit gestern gibt es das Spiel. Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Moment mal. Kann ich hier... Ah! Welcome to LaCrawfish. Sie hat den Laden übernommen. Auch nicht schlecht. Patty? Yep. I fill in for my daddy when he ain't here. He says it's hard to support our family with only a share of salary. Especially with Mama being sick and all. So I gotta do my part to help out. Jetzt verstehe ich. Natürlich. Die Mutter. Die Mutter ist die älteste Tochter. Die Mutter ist die älteste Tochter von dem Mafiosi-Kerl. Ja, garantiert. Jetzt verstehe ich das. Die ist krank und das bedeutet, dass sie die Tochter von Professor R. und der ältesten Tochter ist. Bestimmt. Das, ja. Ja, garantiert. Wow, I can't even find the right word to describe it. Awesome, right? Yes, that's it. Ups, Verzeihung. Ich kaufe mal ein paar starke Zigaretten. Hey, Patty, I don't mind if that's what you want to do. Don't worry about the shop. It'll be fine. I'm ready to continue the investigation whenever you are, Agent York. What if another customer comes in? Then we'll just say we closed due to an emergency. We don't even have any regular customers besides you, Agent York. Is that so? Folks can get to a huge outlet mall in 30 minutes if they take the highway. So we usually just go there once a week to stock up on everything. Honestly, we weren't making any money until you came along. Daddy said it's just good to have a shop for the sake of communicating with everyone. Zach, that sounds completely different from what Melvin told us. He said he started this shop simply for fun. Perhaps he's a much harder worker than we gave him credit for. Okay.
Wo ist jetzt unser Hotel? Da. Dann los. Da können wir schnell hinskaten. Was macht denn der hier? Und hat er jetzt schon wieder keine Zeit und beschwert sich schon wieder? Just do me a kindness and shut up. Was ist denn mit Ihrem Arm passiert, Danny? Neulich hatten Sie doch noch zwei. Das geht Sie einen Scheiß an. Und jetzt verpiss dich. Tut mir leid, aber so läuft das nicht. Ich habe die Ermordung Ihrer Tochter noch nicht aufgeklärt und Ihre Ex-Frau ist eine der Hauptverdächtigen. Der Dialog ist ein bisschen älter anscheinend. Den hätte ich vielleicht schon früher führen sollen. Natürlich kann ich das nicht einfach ignorieren, dass Ihnen jetzt ein Arm fehlt. So ein Bill & Ted Reise durch die Zeit-Game fehlt noch. Das gibt's. Da gibt's einen alten, einen Klassiker. NES oder so. Ist furchtbar. Schreckliches Spiel. Hinzu kommt, dass besagte Ex-Frau von einem Unbekannten... Halt endlich die Fresse! Willst du sterben, hä? Soll ich dich abknallen? Gelina ist immer noch meine Frau. Und nicht meine Ex-Frau, kapiert? Entschuldigen Sie, das war taktlos von mir. Dann lassen Sie es mich umformulieren. Ihre Frau Gelina Clarkson wurde von einem Unbekannten ermordet. Und ich muss Ihnen unbedingt ein paar Fragen dazu stellen. Sag mal, bist du echt so bescheuert oder tust du nur so? Das hier ist Leclerc. Klar? Ihr werdet den Teufel tun und einem scheiß FBI-Schnüffler irgendwelche Fragen beantworten. Diese Stadt gehört den Clarksons und sonst niemanden. Ein Fremder wie du sollte hier den Ball ganz, ganz flach halten, kapiert? Und jetzt verpiss dich endlich. Zack, was macht er auf dich für einen Eindruck? Er ist nicht einfach nur aufgebracht, weil er seine Frau und Tochter verloren hat. Das ist ganz klar noch ein anderes Gefühl, das Gefühl von Reue. Ich könnte mir vorstellen, dass er zusammen mit seinem Arm noch etwas anderes verloren hat. Was meinst du? Wollen wir danach suchen? Es könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Oder es könnte etwas rein Persönliches sein. So oder so. Wenn wir etwas finden, das seine Laune ein bisschen verbessert, dann spuckt er vielleicht im Gegenzug ein paar nützliche Details für uns aus. Ob es das wert ist, die Entscheidung überlasse ich dir. Du weißt ja, ich bin immer einer Meinung mit dir. Okay, neue Sidequest. Cool. Aber jetzt... Moment, warum bin ich zum Hotel zurückgefahren? Was wollte ich machen? Was wollten wir denn machen, Kind? Patty, what's that? That tree? Or the water tower? That thing I'm pointing at. That. Like I said, what? That thing. Right there, Patty. Ah, ich weiß, was ich machen Just wollte. Just tell me what it is. How am I... Ich weiß es wieder. Ich wollte drin an den Schalter gehen, damit ich mit ihr an diesen geheimen, mysteriösen Zauberort fahren kann, den nur sie kennt. Damit ich mein blödes Foto machen kann oder die Insignie sammeln kann, damit die Quest abgeschlossen ist. Jock denkt aber auch, dass alles mit dem Fall zu tun hat. Ja, aber er hat recht. Das ist ein bisschen wie Dirk Gently. Alles ist miteinander verbunden. Tag, Monsieur. Genau, bitteschön. Müde bin ich, Känguru, schließe deinen Beutel zu. Ach.
17 Uhr, eine Stunde. 17.12 Uhr, eine 50-Minuten-Stunde. Eine 48-Minuten-Stunde. Na dann, das ziehen wir auch noch durch. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann gehe ich in die Wanne und schlafe da wahrscheinlich. Und schaue nebenbei Simpsons, alte Simpsons-Folgen. Das ist mein Plan. Wie lange bist du schon online? Also angefangen haben wir gestern um 12 Uhr mittags. Aber wir haben dann von 12 Uhr mitternachts bis 6 Uhr morgens eine Pause eingelegt. Und seitdem geht's wieder weiter. Wow, was hast du denn da? Das hat mir jemand freundlicherweise überlassen. Verstehe. Einen dieser Orte kenne ich. Wirklich? Ja, ist von einer meiner Geheimtipps. Ist einer meiner Geheimtipps. Voll der Zufall. Ja, genau. Wie kommt man denn da drauf? Aber gut, dann geht's los. Dann können wir jetzt zu Geheimtipp Nummer 1 fahren. Vielleicht finden wir da die grüne Paprika. Da wären wir. Der erste Geheimtipp. Der erste? Ach, das hat noch Zeit bis später. Jetzt geh erstmal und guck dich hier um. Sie hat recht, Zack. Lass uns erstmal die Gegend erkunden. In wie vielen Filmen ich diesen Satz wohl schon gehört habe. Für gewöhnlich nimmt kurz darauf das Drama seinen Lauf. Das stimmt. Dann wird man von Riesenmaden angegriffen oder winzigen Lebewesen bemächtigen sich des eigenen Körpers. Manchmal ist es auch ein frühes Trauma, das einem dann heimsucht. Hoffen wir einfach, dass dieser Ort hier uns mit nichts dergleichen überrascht. Ach und noch was, Kleiner. Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du von hier wieder zurückkommst? Nur ein Scherz, klar nehme ich dich wieder mit zurück, keine Panik. Nur ewig rumzuwarten, ist so gar nicht mein Ding, wenn du verstehst, was ich meine. Hallo, kleiner Kater. Kleiner Riesenkater, du, hm? Ja, bitte nicht das Mikrofon kaputt ausstöpseln. So, jetzt suchen wir mal. Aha. Da haben wir es. Ah, bin ich froh. Ich dachte schon, das finden wir nie. Und dabei existiert der Ort einfach nicht auf der Map. Ach so, man geht auch nur deswegen hin. Aha, ich dachte, da finde ich jetzt vielleicht noch irgendwas oder so, aber gut. Na, Kleiner, wie fandest du unseren Geheimtipp? Ich muss sagen, das war eine unerwartete, stimulierende Erfahrung. Sogar eine kleine Entdeckung habe ich gemacht. Echt? Cool, freut mich für dich. Eins muss ich dir noch sagen, die Tour zu dem Geheimtipp sind nur über den Fahrdienstschalter buchbar. Und ich sag dir auch wieso. Kollusion heißt das Zauberwort. Ich mein's nämlich super ernst mit meinem Wyvern. Deswegen muss ich alle erdenklichen Möglichkeiten nutzen, um dieses Business-Modell voranzutreiben. Sobald der nächste Geheimtipp für einen Besuch bereit ist, gebe ich dem Hotelboy Bescheid. Du fährst dann doch wieder mit, oder? Ach so, das hier habe ich noch als Dankeschön dafür, dass du den Testkunden spielst. Ah, eine giftige Kette. Was stand da? Ich glaube, meine Patronen werden Giftpatronen. Büwan, der Fahrdienstleiter des 21. Jahrhunderts. Ach, was lese ich denn? Die Fahrdienstleister des 21. Jahrhunderts. Immer, wo du ihn brauchst, wenn du ihn brauchst. Ciao. Wyvern. Kollusion, hörst du, Zack? Sogar in einem friedlichen Kaff wie diesem wuchern handelspolitische Geschwüre. Andererseits, gerade weil es ein Kaff ist, sind Kollusion und Vetternwirtschaft wohl an der Tagesordnung. Das ruft einen aufs Neue in Erinnerung, welch ein berechnendes Lebewesen der Mensch doch ist.
Okay. Jetzt fahre ich zum Friedhof. Zum Friedhof und danach in die Kneipe. Kollusion, ja genau. Felix, juhu, dankeschön. Die Bits. Das Glas ist so voll, die fallen alle raus. Ein paar bleiben lieben. Eine Herzchenkrone. Keine Schaumkrone, sondern eine Herzchenkrone auf dem Bitglas. Sehr schön. So, gehen wir zum weirden Friedhofswächter und sagen ihm, dass wir seine magischen, außerirdischen Embleme gefunden haben. Der wird sich freuen. Der wird vor Freude piepen und rauschen und Fehlermeldungen ausstoßen. I know what you're about to say, but that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Hallo. Ist das Absicht, dass der so eine komische Linie... Man kann es halt nicht sagen, ist das einfach eine komische Grafik, dass der so eine Linie auf dem Kopf hat? Oder ist der wirklich ein Roboter? Genau, Cocktail des Tages kommt danach. Jetzt hat er keine Linie mehr auf dem Kopf, dann war es nur ein Grafikfehler. Hallo York, mein Name ist Louis. Derek Dew Louis. Was sagt man dazu, Zack? Der Gute ist ja plötzlich wie ausgewechselt. Was geht hier? Ich bin der Friedhofswärter hier. Und zwar schon seit ziemlich langer Zeit, weißt du? Übrigens... Wie ich sehe, hast du alle Fleur de Lys gefunden, die in dem alten Album versteckt waren. Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich habe da etwas für dich. Eine Belohnung sozusagen. Ah, eine Kette. Nachladegeschwindigkeit minus, Schaden plus. Man muss ich mir nachher in Ruhe anschauen, das geht so schnell. Achso, im Glas ist der Bit-Cocktail des Tages. Ich check's jetzt erst. Ich stehe auf der Leitung. Der Bit-Cocktail des Tages. Erstaunlich. Das ist also das Wunder, das sie mir versprochen haben. So ist es, zumindest teilweise. Teilweise? Du hast noch nicht alle Fleur de Lys gefunden, die es gibt. Album Nummer 2. Album mit Lederbindung. Ach so, ich verstehe. Noch ein Album? Genau genommen gibt es insgesamt 5 Alben. Wenn du alle 5 vollendet hast, wird etwas wirklich Erstaunliches mit dir geschehen. Du wirst nämlich, du flirte Weltraum, Galaxis, piep. Vielleicht kriegt man doch noch sein Hoverboard. Wer weiß. Piep, 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 piep. Er ist wieder in seine eigene Welt abgetaucht, Zack. Ich habe aber das Gefühl, dass die Welt, in der er lebt, sich völlig von... Katzen machen Geräusche. Sich völlig von Huangans Anderswelt unterscheidet. Denn der Tatort hat eine charakteristische bösartige Aura, die bei Levis völlig fehlt. Wenn wir die Wahrheit über ihn herausfinden wollen, müssen wir wohl weiter Lilien sammeln. Na dann, zweites Album erhalten. Es gibt nur noch die Let's Builds von Fallout 4 momentan. Ich spiele das eigentlich privat nicht mehr. Und auch so Let's Play technisch momentan nur die Let's Builds, jede Woche 2 Folgen.
Achso, warte mal, ich wollte gleich mal schauen. Boah, das ist jetzt schon höherer Schwierigkeitsgrad. Es sind irgendwelche Wohnhäuser, die Tankstelle weiß ich. Boah, ja, das ist... Puh, okay. Ein paar davon habe ich eine Ahnung. Aber das sind jetzt schon einfach... Das weiß ich auch. Aber die meisten sind einfach nur irgendwelche Wohnhäuser. Okay, warte mal, das können wir gleich machen. Wenn wir schon hier sind. Okay. Boah, guckt euch das an. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das sein könnte, witzigerweise. Aber das ist schon jetzt schwer. Okay. Ja. Mein Gott, wenn das schon so schwer ist. Und das ist das zweite von 5 Büchern. Heiliger Kartoffelsack. Das ist aber krass dann. Na, schauen wir mal. Holy Potato. So, jetzt gehen wir erstmal auf einen Cocktail. Brauchst du noch irgendwas, Priester, Pfarrer? Wahrscheinlich jetzt gerade nicht, weil er gerade heimlich raucht. Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Schon gut, ich gebe es ja zu, ich rauche. Genau wie du, mein Sohn. Aber ich bitte dich, behalte es für dich, vergiss es. Ich bin der geschätzte Pastor, der Hüter über die verirrten Schafe dieser Gemeinde. Es ist der Wille des Herrn, dass ich diesen Ruf nicht verliere. Ja, aber warum rauchst du dann auf der, also mitten vor deiner Kirche? Rauch doch wenigstens heimlich. Aber gut. Pitiful. For the Lord hungers. Auf zum Cocktail trinken. Den Tag und sehr gut um die Ohren geschlagen ist. Today the town feels kind of weird. Mein Mittwochscocktail ist ein Red Eye. Man mischt einfach Bier und Tomatensaft. Im gleichen Verhältnis. Das klingt ja widerlich. Der Red Eye klingt ja echt ekelhaft. Bier und Tomatensaft 1:1. Ich weiß ja nicht. Das ist ein schlichter und sehr gesunder Cocktail. In der Mitte der Woche ist es wichtig, dass man sein Leben mal eine Verschnaufpause gönnt. Stimmt doch, oder? Verstehe, eine Pause für die Leber. Aber wäre es nicht noch gesünder, wenn man das Bier ganz weglassen würde? Niemand kommt extra in eine Bar, nur um Tomatensaft zu trinken. Stimmt doch, oder? Und damit meine ich... Yep. Die Gesundheit seiner Gäste ist ihm offenbar nicht ganz so wichtig wie ihr Geld. Zack, wie weißt du noch? Cocktail, Roger Donaldson, 1998. Eine der besten Leistungen von Tom Cruise. Ein Film mit Stil und Eleganz. In diesem Film kommt auch der Red Eye vor.
Allerdings gehört da neben Bier und Tomatensaft auch ein rohes Ei zu den Zutaten. Im Film sah das damals extrem appetitlich aus. Ich war noch zu jung für Alkohol, deswegen habe ich einfach nur Tomatensaft genommen und ein rohes Ei drin versenkt. Den Geschmack habe ich bis heute nicht vergessen. Du kannst dich sicher auch noch lebhaft erinnern, wie dieses glibbrige Ei... weißt du was? Lass uns das Thema wechseln. Okay, cool. Den Cocktail des Tages hatten wir also auch. Dann können wir zum Grunde eigentlich zurück ins Hotel und schlafen bis morgen. Ja? Ich wüsste nicht, was wir sonst noch machen sollten, könnten, würden. Ich hab so viele Haare. Wir müssen jetzt mal ab. Jetzt wird's echt Zeit. Weg mit den Haaren. Schüttel dein Haar für mich. Schüttel dein Haupthaar für mich. Ach, was mache ich denn? Warum fahre ich denn zur Kirche, wenn ich ins Hotel will? Bin ich blöd. Ich glaube, ein Bloody Mary ist ohne Tabasco. Ich glaube, das ist nur Tomatensaft und Wodka, oder? Wie weit ist es denn bis zum Hotel? Okay, fahren wir nochmal mit dem Auto.